Die Pferdezucht hat eine sehr weit zurückreichende Geschichte und begann schon etwa 5000 vor Christus parallel in Europa, Asien und Nordamerika. So wurden seit jeher Pferderassen untereinander gekreuzt, mit dem Ziel, die nützlichsten Hauptmerkmale in einer neuen Rasse zu vereinen. Gerade diese nützlichen Merkmale hängen jedoch von der Nutzung dieser Tiere ab. Pferde, welche dem Menschen bei der Arbeit dienen sollten, zeichneten sich zum Beispiel durch massige Körper mit der entsprechenden Kraft und einer guten Portion Gutmütigkeit aus. Solche Pferde wurden in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch im Personennahverkehr und im Transportwesen eingesetzt. Aufgrund der eng verwobenen Geschichte zwischen Mensch und Pferd und der modernen Industriegesellschaft sind einige dieser alten Rassen schon ausgestorben oder aber davon bedroht. Der Nutzungszweck dieser Tiere ist ganz einfach weggefallen und man stellte die Zucht solcher Arten weitestgehend ein. Heute werden solche Nutzpferde allenfalls noch als Reit- oder Zugpferd für Kutschen im Freizeitbereich eingesetzt. Anders hingegen sieht das bei Vollblutpferden aus, die im Pferderennsport eingesetzt werden. Durch die zunehmende Beliebtheit dieser Sportart gibt es natürlich noch Zuchtbetriebe. Eine angesagte Rennsportveranstaltung ist die einmal im Jahr stattfindende Galopprennwoche in Bad Harzburg, die eine sehr lange Geschichte hat. Aber wir haben eben wunderschöne Traditionen. Das ist das Vollblutgestüt, was fast 600 Jahre Tradition hat. Aber auch der Rennverein seit 1860 Rennen veranstaltet und speziell gegründet, um die Region zu fördern. Und das ist auch weiterhin unsere Idee, dass wir eben die Region fördern wollen. Hier sieht man die Vollblüter, die sich durch Kraft, Ausdauer und vor allem durch Tempo auszeichnen, denn darauf kommt es hier an. Ganz in der Nähe der Rennbahn gibt es schon sehr lange das Gestüt Bad Harzburg, wo diese Pferde gezüchtet werden. Ja, wir haben eigentlich 400-jährige Geschichte. Der Herzog von Braunschweig, alles Braunschweiger Land, hat das Gestüt ursprünglich mal gegründet. Ursprünglich dann für die Pferdezucht im ländlichen Raum. Und seit 1860 ungefähr züchten wir eben hier intensiv erfolgreich Rennpferde. In diesem Gestüt steckt viel Herzblut von Menschen, die Pferde lieben. Gerade bei Vollblütern gibt es noch richtige Zucht. Denn hier hat ein Tierarzt, wenn er eingefrorenes Sperma eines Hengstes im Gepäck hätte, nichts zu suchen. Pferdezucht, Natursprung, die Stute reist immer zum Deckhengst. Herzblut steckt, ich bin Mitte 50 und eigentlich seit Anfang meines Lebens ist das Herzblut drin in der Pferdezucht und dann in der Vollblutzucht. Ich habe sicher keinen 8-Stunden-Tag, sondern eher eine 80-Stunden-Woche, wenn überhaupt. Es geht weiter, aber es macht Spaß und es muss einfach durchgezogen werden. Und es ist einfach die Krönung, die Vollblutzucht, Rennpferdezucht ist die Krönung der Tierzucht allgemein. Das gesamte Gestüt zeichnet sich durch riesige Flächen aus, auf denen die Tiere nach Herzenslust laufen können. Doch die lange Geschichte des Betriebes bringt auch Probleme mit sich. Fast alle Gebäude auf dem Gelände stehen unter Denkmalschutz und der kostet logischerweise auch Geld. Denn hier kann nicht einfach funktional erhalten werden, es muss auch dem Denkmalschutz entsprechen. Doch auch das nimmt man gern in Kauf. Macht doch der Denkmalschutz das Gestüt erst zu dem, was es ist. Dennoch muss man sich vor Augen führen, dass man hier auch wirtschaftlich arbeiten muss. Daher kommt man unweigerlich bei der Frage an, wie viel Kaufmann muss man sein, um ein solches Gestüt zu leiten? Ja, früher reichte Herzblut. Mittlerweile muss man eben Kaufmann sein. Man muss auch mit Zahlen umgehen können. Es reicht nicht nur, ein Pferd gut zu behandeln, sondern man muss auch Kaufmann sein. Wir haben eine Anlage, die 400-500 Jahre alt sind. Das sind Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Da ist es einfach wichtig, auch die ganze Anlage am Laufen zu halten. Und das muss auch alles bezahlbar sein. Und da habe ich natürlich auch immer einen Finger drauf und sage, das kann ich mir in diesem Jahr nicht leisten, aber ich hoffe nächstes Jahr. Ein gewisser wirtschaftlicher Zwang ist somit logischerweise gegeben.
Daher werden hier natürlich Informationsveranstaltungen angeboten, wo dann auch die Stars des Hauses, wie zum Beispiel der Hengst Adlerflug, gezeigt werden. Bei aller Schönheit dieser Tiere und des Gestüts kann man doch deutlich sagen, das Decken einer Stute kostet Geld. Denn wir sind ja in einem Zuchtbetrieb, der natürlich Geld verdienen muss. Gleiches gilt übrigens für die Rennbahn. Die gibt es ja auch nicht umsonst und so muss auf der Rennwoche auch Geld erwirtschaftet werden. Denn es ist eine der größten Veranstaltungen in der Region, die nicht nur der Rennbahn selbst zugutekommt. Ja, es ist so. Es ist so und vor allen Dingen, für mich ist es wichtig, dass eben auch Geld aus anderen Regionen ankommt. Also ich sehe es ja auch, ich habe selbst im Gestüt Züchter aus der Schweiz, sogar aus Russland, die ihre Pferde hier bei uns aufziehen lassen und züchten. Aus dem Rheinland, aus Bayern, aus Frankfurter Raum, aus Hessen. Und so ist es zur Rennwoche eben genauso. Das ist der einzige größere Event, wo wirklich Leute 500, 600 Kilometer auf sich nehmen und hier dann die Zeit verbringen, Urlaub verbringen, Hotels buchen, Restaurants ausnutzen und so weiter. Doch auch wenn es natürlich um wirtschaftliche Interessen geht, ist es doch so, dass die Pferdebegeisterung in Bad Harzburg auch die Pflege einer langen Tradition ist. Am Ende sind für mich weder das Gestüt noch die Rennbahn zwei Orte in Bad Harzburg, an denen einfach nur Geld verdient wird. Es sind Orte mit Geschichte, Liebe, Hingabe und wunderschönen Bildern.